Schöne Jude Mosche, zumindest bei mir. Backpack Battles ist angesagt, ihr seht. Ich bin hier jetzt auf Gold 57, habe ordentlich geballert, aber hier bin ich nur auf 34 runter. Ich habe von Head of Blood das neueste Video zu Backpack Battles gesehen und es geht quasi um ein neues Bild, um einen neuen Effekt eines gewissen Items. Und zwar des Items Excalibur. Denn wenn ich 15 Mana habe, triggern all Foods gleichzeitig, die in Sternchenreichweite sind. Ich habe es jetzt schon zweimal versucht, das Bild hinzukriegen, aber ich habe sau spät. Ich war kurz davor, nicht diese Pfanne zu kriegen. Und ich habe die ganze Zeit keinen Mana-Orb bekommen. Die brauche ich nämlich auch. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich überhaupt auf einen Zauberstab noch extra gehen soll. Ich sag mal nein, damit ich mehr Platz für Futter habe. Aber ich hatte den Kürbis gehabt, ein unique oder ein sehr seltenes Item. Schade, dass man das hier drin nicht sieht. Was auch nochmal Futter schneller triggern lässt, wenn es dran ist. Und was war es noch? Der krasse Effekt war, dass es mir plus 10 Stack gibt auf, wie nennt sich das? Na, ich sehe den Effekt jetzt hier gerade nicht. Eine Form von Stärke oder sowas. Ja, ich sehe es halt gerade leider nicht. Genau. Ja, sieht man dann. Also zur Not kennt ihr den Kürbis. Dann ist ja alles tutti frutti. Yo, ich würde sagen, wie lange machen wir jetzt LP hier? Es muss nicht lang sein. Oh, mit einem Leben gewonnen. Ich mache gerade die Wasserflasche auf. Es muss nicht lang sein. Schauen wir mal. Je nachdem, Lust und Laune und sowas. So, wir nehmen die Karte mit, denn die ist ganz praktisch. Die muss nur hier drin sein und wenn ich immer refreshe, kriege ich bessere Items. Ich brauche natürlich auch Nature-Items. Dann rerollen wir. Das ist ganz gut. Mir ist auch aufgefallen bei meinen Builds, die ich so gemacht habe in der letzten Male, dass ich habe noch ein ganz anderes lustiges Bild gemacht. Ich bin nur mal auf Live-Renegation und Schild gegangen. Aber selbst da bin ich nie in Runde 18 gekommen. Selbst jetzt mit ihr, die noch nicht so ein hohes Ranking hat. Naja, Gold, okay. Aber das Bild hat auch nicht so ganz reingeballert, wie ich es gerne hätte. Genau. Start Battle, genau. Ja, ich habe auch mal versucht, ein eigenes Bild hinzukriegen. Yo. Wo ist jetzt echt mein Handy? Jetzt habe ich schon die Stöpsels drin. Mit ohne Gabel. Gabellos. Und ich mache mir keine geile Musik an. So, jetzt haben wir hier ganz viel Stuff. So, das Ding ist immer wichtig. Das kommt mir aber zu der Seite. Ich mache das immer so. Ich finde es komisch, dass man beim Startmenü kann man sich ja die Taschen anders umsortieren. Aber der speichert sich das nicht. Und das hätte ich halt ganz gerne. Oh, wir können natürlich auch die anderen Handschuhe machen. Sind die gut? Ach, die sehe ich hier quasi gar nicht. Die sieht man nur bei... Erk, komm schon. Reaper, oder? Da. Da, das ist dieses Stärke-Ding. Das meine ich. Empower. Weapons Damage is increased by einem Stack. Genau, das kriegt man mal 10, also auf 10-fach. Dann beim... Kürbis. Ich gehe auf das Ding. Klingt cool. Hatte ich auch noch nicht so häufig. Muss ich nur gucken, wie man das jetzt ansortiert. Dich machen wir lock. Das ist auch ganz wichtig. Eine Banane! That is not gay. Jetzt kriege ich aber dich nicht. Verdammte Mistkacke. Was mache ich jetzt mit dir? Scheiße mit der Scheiße hier. Ich muss umdeichseln. Was haben wir noch? Nehmen wir die Karotte noch mit. Das muss aber dann so und so und so und so und so und nicht rewallen. Den einer heben wir uns auf. Battle. Was sagt nettes Spotify? Weil Ende des Jahres ist. Sieht schick aus. Gib ruhig ein bisschen an. Du hast es dir verdient. Du hast noch Zeit, deine Storys zum Jahresrückblick zu teilen. Deine Lieblingskünstler, dein Genre-Mix, deine gehörten Minuten. Das ist ja lustig. Und wie? Hallo? Ich hab grad drauf gedrückt. Hallo? Ich will Statistiken haben. Klicken wir mal auf Jahresrückblick. Wo ist denn das hier? Musik, top, bla bla bla. Gesammelter Mix, top, bla bla bla. Wenn ich das jetzt auf Teilen gehen würde, wir sind jetzt hier nochmal hier eine Meta-Ebene woanders. Das ist Teilensymbol von meinen Top-Songs 2023. Machen wir das mal in Instagram-Nachricht oder Instagram-Stories. Was passiert, wenn ich das als Story jetzt machen möchte? Ja, sieht doch ganz gut aus. Kann man sich groß nichts ändern. Lassen wir so. Testen wir aus. Deine Stories teilen. Simpel und einfach. Testen wir mal aus. Das kann man jetzt nochmal an eine Person geben. Machen wir das mal an einen Juden Jumbel als Test.
Senden, fertig. Hatte ich das? Warte mal. Ist das jetzt aber auch in meinem Profil drin? Nee, schade. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt auch als Real drin. Schade, dass das halt alle sehen. Achso, ich habe ja auch gesagt, nur Freunde. Wir testen das jetzt nochmal. Nochmal Spotify. Wieder auf Stories oder Nachricht. Stories mehr. Instagram direkt. Das klingt doch gut. Nee, das ist ja die direkte Nachricht. Ich will das in den Feed haben, du Fotze. Mach nochmal Stories. Enge Freunde? Nee, das geht gar nicht. Deine Stories? Deine Stories verschieft. Ja, wie auch immer. Nee, mach da nicht. Das ist ja blöd. Schade. Kann man davon einen Screenshot machen und dann ist quasi später deichseln. Ja, schöne Sache, Top-Songs. Kriege ich da auch nochmal, ja komm, wir sind jetzt hier immer noch mittendrin, wir können mal eins weiterklicken, dass ihr dann das Bild kriegt, Link kopieren. So, jetzt gehen wir nochmal auf, Insta. Jetzt gehen wir hier auf Plus und machen, wo waren das jetzt hier, nein. Hä? Nein, da will ich auch nicht hin. Gehst du zurück? So, jetzt gehen wir nochmal hier hin. So, Plus. Ich würde jetzt gern aktuell, hä? Hä? Bin ich irgendwie blind? Ich bin irgendwie total blind. So, nochmal Plus. Der konnte mir, wieso, ach da ist das Plus und jetzt würde ich gerne ein Reel machen. Dann nehme ich das Bild. Kann man noch mehr Bilder anhängen? Scheint nicht danach auszusehen. Schade. Hä, das muss doch gehen. Man kann einen anderen Hintergrund machen. Nee, das sind die Filter, die ich gerade durchgehe. Auch interessant. Ja, aber kann ich da jetzt Clip hinzufügen, Video bearbeiten? Wenn ich Clip hinzufüge, kann ich dann auch, ja, das ist ein Bild. Dann würde ich noch gerne das hinzufügen. Genau, und was macht er jetzt? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt mal auf, oh, so macht er das, okay. Gehen wir mal auf Weiter. Was macht er dann? Dann machen wir noch das dazu, das ist der Link der Playlist. Dann müssen wir noch Hashtags einfügen, ist ja ganz wichtig. Dann machen wir kurze Break und gucken mal, was hier so geht. Gehen wir wieder eine Meta-Ebene zurück. Das nehmen wir mit. Oh, die Pfanne brauchen wir natürlich ganz genau. Das brauchen wir noch. Jetzt haben wir keine Kohle mehr. Ich war so dumm. Achso, und die Karte ist erstmal egal. So, jetzt haben wir das hier, die das nochmal schneller triggert und das nach oben geht. Wenn nicht, das sind die Pfeiltasten, die ich dafür nutze, dann machen wir das so. Das ist doch jetzt ganz geil. Wir können jetzt aber auch, das sind aber Weapons, die ich damit schneller faste, oder? Attack, faster, every, aha. Nee, das ist jetzt ist ein eigenes Item, was jetzt quasi nicht darauf reagiert. Das ist interessant. Das ist höchst interessant. Ich würde es gerne mal wieder so umbauen, wie ich es kenne, wie ich es gewohnt bin. Dass quasi hier die schnellen, fast die Taschen sind. Die Funny Packs. Funny Packs. Dann haben wir hier das. Bringt das was, wenn es im Glück drin ist? Attacks, faster, every, bla bla bla. Okay, dann müssten wir eigentlich mehr auf Spikes gehen. After Hits gehen, das ist nicht schlecht. Spikes machen das, Employee, Power, nee, Empower. Was ist denn Empower übersetzt? Warte mal, ich gehe gleich mal auf Google Übersetzer, so. Spotify, dann Spotify, Hashtag Spotify, Jahresrückblick. Dann noch einmal Spotify, Jahresrückblick 2023. Ach komm, scheiße drauf, reicht, das ist ja auch nur ein Test. So, jetzt würde ich das gerne veröffentlichen. Da unten ist Teilen. Ist die Tastatur im Weg beim Button vom Teilen? Ah, das können sie ja auch mal verbessern. Aber ist schon interessant. Also da sind Songs hochgegangen, wo ich nicht dachte, wie, das sind auf Platz 3. Den habe ich doch erst seit 2 Monaten, höre ich den. Ein paar Mal. Aber ich finde es halt schade, dass ich keine Meta-Ebene-Daten sehe. Ja, und dass ich jetzt hier das zweite nicht machen kann mit Genre-Dings teilen und etc. pp. Aber jetzt habe ich 3 Videos schon drin in meinem Instagram-Ding, wo ich wirklich gesagt noch nicht wirklich viele drin habe. So, wir wollten noch ein Wort übersetzen. Ich habe ja hier in meinem Google Drive, da sind auch nur Dokumente drin, die auch an der Hauswand pappen können. Wohlgemerkt. Wo ist denn meine Workbook? English Words. Ich könnte es eigentlich auch Workbook nennen. School Times. So, was haben wir denn hier? Auf Englisch ist das Empower. E-M-Power. Oh, ich habe hier voll die Schreibfehler drin. Power. Kopieren. Wird wirklich so geschrieben. E-M-Power. P-O-W-E-R. Ja, nur nicht ganz wach. Ich weiß, dass der Audio vielleicht jetzt gerade ein bisschen anders räumlich ist, weil ich nicht direkt ins Mikro reinquatsche. Ja, wenn ich mir doch irgendwann mal so einen Arm hole, dann kann man das Mikrofon ja immer wieder umdeichseln. Dann bin ich auch mal gespannt, ob diese Batschen hier dann auch weniger werden. So, wo ist mein Google-Übersetzer? Der ist hier. Einfügen. Ich hätte es gern andersrum. Ermächtigen. Ah, cool. Wie kann man das kopieren? Da. Ach, ich muss niesen. Scheiße. Ach, Achtung. 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 Ja, ich habe Achtung gesagt. Empower ermächtigt mich. Ich muss dringendst mal gerade ein Fenster schließen. Oder eher gesagt, eine Tür schließen. Das ist noch ein bisschen furchtbar. So, willst du lüften? Nee, warte ich noch kurz ab. Also, nee, ich wollte heizen, nicht lüften. Alter. Ach Gott. Und ey, ich bin ja hier so gerade am Abschwecken. Ich wollte ja nur zu meinen Stöpselkopfhörern hier, ja? Musik anmachen, dann sehe ich diesen Jahresrückblick, dann teile ich das auf Instagram, dann will ich noch ein Wort übersetzen, dann trinke ich noch einen Schluck, dann muss noch ein Fenster zugemacht werden und jetzt bin ich wieder am Zocken und ich habe immer noch nicht die Musik auf meinen Stöpsels. LOL.
Geht's euch auch so? Schreibt in die Kommentare. Brrr. So, dann gib doch mal auf diesen Jahresrückblick. Der ist ganz funny. Wie laut ist das jetzt? Da. So, ich höre gerade Fly Away von Chloe Hannah. Das ist mein Top-Song. Ja, das habe ich bestimmt sehr häufig gehört. So, was haben wir denn jetzt hier so? Ich habe zu wenig Platz. Ich sollte die Pfanne reinballern. Und mehr. Definitiv eine Banane, weil Heal. Und wir können auch auf jeden Fall irgendein Dings-Item und nehmen noch ein Heal-Item mit und gehen auf Start. Oh, bisschen laut die Musik. Ich würde mich gerne mein Stimmchen besser hören. Oh, da könnten wir uns fertig machen. Jetzt hat er Pause gemacht. Ich finde es lustig mit den Gesten. Das sind nur lächerliche, gut 30 Euro Stöpsel-Kopfhörer, kabellos. Ich kann, egal auf welche Seite, einmal drücken, Pause. Wenn ich jetzt rechts neben lange drücke, dann wird es lauter. Links wird leiser und wenn ich zweimal schnell Batschi-Batschi mache, geht der nächste Song weiter. Ist schon sehr praktisch. So, jetzt gehen wir mal hier auf. Machen wir hier. Wir wollen ja hier mal was sehen. Geht noch was? Ich habe die Karte nicht drin. Mach weiter. Noch eine Karte. Mehr Mana und mehr Smart, mehr Klein. Oh, wir haben ja noch genug Kohlen. Also es ist halt echt wichtig, was man rollt am Anfang. Stamina ist beim nächsten Mal wichtig. Und den Rest starten wir so. Das bringt mir jetzt nichts, ich habe nichts Steinchen. Oh, mein Hals ist so trocken. Ist es euch das diesem Winter auch so? Ich muss viel häufiger einfach mal so ein paar Lutschbonbons lutschen. Aber meine Bude, wie viel Staub ist denn hier so drin versteckelt? Ist gar nicht so viel. Bett habe ich erst vor einem halben Jahr und ich war letztens auch wieder drunter. Habe so halb den Staub weggemacht, ja. Es geht. Ich finde es jetzt nicht irgendwie tragisch oder so. Jo, Banana. Das kann jetzt besser hier hin. Jetzt, oh, Death ist gut. Ach, ist jetzt eine Hauptsache, das triggert mit dem schneller. Kann das eigentlich noch irgendwas anderes? Es gaint mir Mana. If you have at 10, wenn ich 10 überschreite, kriege ich sogar noch ein Glücki dazu. Das ist netti. Hier. Karöttchen und endlich den Mana Orb. Den brauche ich auch. Platz. Ja, komm, nimm mit. Nimm mit, was du kriegen kannst. Und gib nichts mehr zurück. Guter alter Spruch von Fluch der Karibik. Yay. Vom ersten Teil noch. Yo. Ich habe aber nur noch 3 Leben. Was ist wichtiger? Erstmal ist Platz wichtiger. Dann nehmen wir den Mana-Orb mit. Dann nehmen wir noch dich mit. Wir haben noch einen, da können wir rerollen. Die finde ich ganz praktisch, auch um die Banane immer an irgendeine Ecke noch zu stellen. Also nehmen wir das und das würde ich festmachen. So. Das weg, das weg. Pfeiltaste nach oben. Das, da, das, da. Das. Naja, das geht nicht, aber das geht da und da. So, wirst du nochmal stärker. So, machen wir dich stärker. Du hast jetzt einen Scheißplatz, aber gib ihm. Ach, ich denke, eine Runde reicht aus. So viel, wie ich gerade gequatscht habe, Leute, hier. Ja, ja, aber zum... Ich weiß nicht, es ist so... Das ist auch bei meinen Amazon oder generell, wenn ich mir was kaufe, überlege ich mir halt auch, was kann man denn noch so machen? Lieber Verteidigung. Achso, erstmal Platz. Wenn ich mir jetzt, also ich bleibe bei meinem Beispiel Amazon. Wenn ich mir da was kaufe, überlege ich mir so, brauche ich das wirklich? Dann ist das erstmal so einen Monat lang oder einen halben Monat lang im Warenkorb. Und wenn nicht, kommt das auch später oder so. Dann ist jetzt eine zweite Instanz dazu gekommen, dann komme ich das, was macht dieser Gegenstand? Ersetzt er ein oder fehlt er mir für eine Use Case, für eine Nutzung, für einen Fall? Oder es ist nur eine Optimierung eines schon vorhandenen Gegenstandes. Und dann wäge ich ab, ob ich ihn mir auch wirklich kaufe. Ich denke, da bin ich very good. Ach, man müsste eigentlich schon leicht umsortieren. Was haben wir denn noch so? Hier haben wir nochmal mehr Speed. Kann man jetzt nicht wirklich nutzen. Höchstens noch für, stimmt, für dich. Ne, ich muss komplett umdeichseln. Wegen jetzt dem da. Dem da.
Dann gib mir mal jetzt die Pfanne her. Die muss mit zwei. Na, ist kacke. Ich muss die umdrehen, damit er den doppelten Effekt kriegt. Jetzt kann man Futter dranhängen. Dann haben wir einmal Futter. Aber du darfst nicht vergessen, habe ich jetzt eine Waffe? Ja, die Waffe muss leider auch hier rein. Das ist kacke. Müssen wir uns noch überlegen. So, die Banane. Na, du kannst, oder ist das besser? Dass wir die Banane jetzt quasi wie erwähnen, dass diese Einsertaschen ziemlich gut sind, da reinmachen. Dann können wir hier oben eine Karotte reinmachen. Dann nehmen wir mal. Genau, dann geht's weiter. Na, du kannst es auch weh machen. Denn da kann ich nämlich wieder so eine nehmen. Dann benötigen wir die nächste Banane. Gut, so, jetzt ist aber die Sache, wir haben das Ding hier komplett vergessen. Das Ding hier ist very good. 3, 4, aber dahin. Ist halt die Banane jetzt nicht wirklich so im Spiel, aber das ist erstmal egal. Aber ich würde die Banane nach hier oben packen, dann geht die auf 2, hallo, Items. Wir haben noch hier ein Getränk. Die Karte nach hier unten. Ach Gott, jetzt habe ich noch das Problem mit dem Mana-Orb. Bei dem muss man ja bedenken, Items, wenn Items aktiviert werden, habe ich eine 66%ige Chance, Mana zu bekommen. Momentan bringt es mir noch nicht viel. Ich nutze keinen Mana. Also kann das Ding eigentlich irgendwo liegen. Nur so aus Jux und Dollerei. So, Speed. Ja, ist nicht ganz so gut, wie es liegt, aber dafür hat halt die Pfanne das, was sie braucht. Das, bisschen Verteidigung. Mehr Verteidigung, den for the lols. Und das war's schon. Ich krieg ihn nicht rein, um ihn zu verbinden. Oder ich mache den Mana-Orb raus und verbinde das dann damit. Das macht mehr Sinn. Ich habe den Mana-Orb schon mal gesichert. Das muss ich sichern. Oh, was ist mit meiner Nase los? Ey? Oh Mann, ey. Ich muss gleich mal einen Spaziergang machen oder sowas. Oh, geil, ey. Ja. Ich hab verloren, scheiße. Nimm ihn mit. Roll. Raus davon. Ich brauch Platz. Ich habe keinen Platz. Einmal. Nimm ihn noch mit. Scheiß drauf. Zum muss ich irgendwas verkaufen. Noch ein. Den Angebot nimm mal mit. Einen kleinen. Ihn bräuchte dringendst. Wie machen wir das jetzt? Wie bauen wir das jetzt? Ich brauche dringendst den nächsten Step. Deshalb würde ich auf Verteidigung gehen. Den Mana-Orb bringt mir nichts, die Banane kriege ich höchstens noch so rein. Rerollen würde ich nicht machen, weil das würde ich mir aufheben. Attacke, ach, ich habe noch einen Platz. Man könnte das jetzt noch so machen vorläufig und gib ihm. Oh ey, ich habe doch gerade einen Kaffee getrunken. Ey. Ach ja, ach ja, ach ja. Scheiße, ich habe gerade gar nicht darauf geachtet, dass ich verkackt habe. So, ein Platz mehr, da tun wir erstmal die Karte rein. Dich brauche ich jetzt für die Pfanne, ganz wichtig. Machen wir dich nach da oben, die Banane erstmal raus. Kann man dich da rein tun, hier könnte man die Banane rein tun. Wir sind in Runde 10, also schon ziemlich weit. Wir haben das, wir haben zu wenig Platz. Ah, wir können aber den Mana-Orb schon mal mitnehmen. Dann ist die Karte noch drin, ja. Reroll. Blöd. Was können wir denn wegmachen? Machen wir mal Glück weg. Das ist teuer. Nee, ich krieg's nicht hin. Verteidigung krieg ich nicht rein. Ich sollte dich irgendwie reinkriegen. Wir machen das weg. Scheiß doch drauf. Wir gehen mal auf Verteidigung. Oh, ey, meine Nase, mein Hals. Tut mir leid, wenn ich jetzt so rummache, aber. Und so rummache. Ich krieg's auch hin, so zu husten wie. Montana Black. Ey, nee. Wir machen weiter. Minus 3 kannst du mich gerade mal am Arsch lecke. Kannst du mich echt mal am Arsch lecke? Wir machen hier weiter. Ich will das jetzt hinkriegen, so wie Hand of Blood. Das kann nicht wahr sein. Was haben wir noch? 5. Sichern, 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 sichern. Was ein Scheiß.
Kann ja nicht wahr sein. Voll verkackt. Ach ja. Wir haben noch. Nimm ihn mit. Ich hab nicht mehr Futter. Attacke. Jetzt richtig durchrushen. Ich will das jetzt wissen! Mehr Futter. Nee. Oh. Shit. 3. Nee. Aber wir sollten. Es geht nicht. Du musst in der Mitte sein, aber nicht unbedingt. Warte mal. Nee. So. Ja, ja, ja. Bingo. Wir haben genug Geld. Und wieder rein. Also Schwein und das hier ist eine geile Kombo, um sich nochmal mehr Geld zu generieren. Also diese Box auf Schlag mich tot. Riches. Ach, auf Riches. Alles klar. Ja, komm schon. Fusioniert die schneller. Futter. Naja, noch 3. Futter. 0. Futter. Ja, bringt mir alles nichts. Blinden. Jo, Attacke. Also wenn ihr jetzt verkackt, dann habe ich halt verkackt. Ja. Die Karte. Für 2. Erstmal Stamina ist wichtig. Ja, nee, lassen wir stecken. Einen haben wir noch, weiter geht's. Würde ich beide mitnehmen. Und aufs, warte mal, machen wir noch den Glück dazu und noch die Banane und das hatten wir vorher jetzt nicht gehabt. Ich hoffe, es war verständlich in der Schnelligkeit. Ich habe 2 Bananen, also Stamina High eigentlich futzen egal, würde ich mal sagen. Oder behaupten. Also wenn ihr mehr Erfahrung habt, wie Items besser so interagieren, harmonieren, ist glaube ich das bessere Wort. Fuck, verkackt. Dafür gibt es die Kommentarfunktion auf YouTube. So, mehr Stamina wäre ganz gut. Mehr oh, die erste Speedtasche. Ich habe noch nicht so viel Futter. Ich habe fast kein Geld mehr. Die sind rare. Ja, die kommen ja nochmal. Ihn. Pack dich. Da rein. Weg, weg. Ich vibriere. Banane hier hin. Dich dahin. Ich hab noch eine Banane. Das sind jetzt so die Items, die ich nicht so brauche. Attacke. Oh Gott. Oh Gott. Ich find's doch krass. Wenn Leute so 2 oder 3, na, aber klar. Waffen haben, dann verkacke ich. Die Effekte, heftig. Oder wenn Leute viele Steinchen haben, dann erst recht. Na, nimm mal mit. Ich weiß noch nicht, wie rum. Nimm mal auch mit. Nimm mal mit. Alles kein Futter. Geht nicht.
Irgendwas verkaufen? Na komm, scheiß doch drauf. Oh, Lifestyle. Nimm mal mit. Könnte man, muss aber erstmal nicht. Ich brauche Platz für Futter. Das ist mein Problem. Aber was vibriert denn hier so, Leute? Es ist zwar gleich Mittagszeit, aber... ich habe gewonnen. Weiter, 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 weiter. Give it to me. Hier, das Ding halt nochmal helf und... Und gibt mir auch nochmal ein Renegaration und ein Busy Mana. Ja. Ja, das ist gut. Oh, Platz und Dings. Oh, passt hier gut hin. Lifestyle für eine Waffe. Ist günstig. Faster Attack. Zwei Steinchen wären ganz gut. Oh. Oh. Wir haben noch vier. Ich nehme den mal mit. Speedtasche. Futter im Angebot. Das wechseln wir aus. Warte mal. Der hat jetzt eins. Der hat auch eins. Ach, der hat das 4 Sekunden. Okay. Krass. Der Verteidigung ist Amplified bei 10. Ich glaube, Amplified ist die Amplitude und ist erhöht. Bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich bin jetzt zu faul zum Juggeln. Google-Übersetzle-Translation. Ich muss mir eh nochmal hier richtig viele englische Wörter aufschreiben. Oh, 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 scheiße. Ah, fuck. Ja, die ganze Gift-Scheiße und dieses Kackplate hier. Extra-Attack und noch mehr. Ja, hier. Ich habe noch nichts, um Debuffs wegzumachen, kein Buch oder so. Ein Leben noch! Ihr wollt mich doch verkackeiern. Jetzt müssen wir hier ganz genau bauen. Ganz genau. So. Avery. 2 Sekunden kriege ich. Glück. Strikes. Mana. Und wenn ich 7 von allem habe, kriege ich einen richtig krassen Attack-Boni. Auf die Pfanne bitte. So. Die Pfanne braucht mehr Nahrung. Schwierig. Vielleicht eins höher, dann bin ich aber nicht in den Bags hier drin. Du bist eigentlich auf dem falschen Ebene. Du musstest eigentlich nach hier, vorläufig. Ah, der triggert jetzt aber echt wenig. Das Dumme ist, dann habe ich von ihm weniger Schaden. Pack hier mal mehr Nitro-Items rein. Ich krieg quasi... Ich krieg ein Mana und ein Renegaration für jedes Natur-Item, was hier dran liegt. Wir haben jetzt 4. Da oben. Dann müsste ich dich quasi vorläufig mal umbasteln. Natur-Items. Mehr Mana. Ich kann die Mana noch nicht ausgeben, das ist mein Problem. Weil dafür brauche ich noch den Trank für die Pfanne. Ein Leben haben wir noch, eins. Noch mehr Natur-Items habe ich nicht. Ich habe noch 3. Reroll. Buch. Das nehmen wir uns jetzt mal fürs nächste Mal mit. Hier nehmen wir auch mit. Das ist jetzt die beste Ausbeute für 2. Und wir kriegen noch mal ein bisschen Verteidigung. Ja, Attacke. Letzte. Vielleicht letzte Runde, Leute? Vielleicht. Oh, da wäre noch ein Stein gewesen zum Verkaufen. Oder zum Usen. Fuck. Alter, nee, ey. Durch Verteidigung und Steinchen bin ich gefickt. War mir doch klar. Nee, Leute. Ich verlinke euch das Video von Head of Blood. Er hatte Glück gehabt. Ich nicht beim Rolly Rolls. Rolly Roll Spiel. Aber wenigstens hier nochmal den Wandrope aufmachen. Was gibt es denn hier noch Schönes? Anderer Bogen. Schulmädchenuniform. Wow. Ich habe hier den anderen Rucksack. Nein, da hat es nur ein Täschchen. Schuhe. Fällt nicht wirklich auf die Schuhe. Ach, das sieht doch ganz hübsch aus mit dem Herzchen hier. GTI, Manta, GTI. Oh, yeah. Ich find's krass, dass Hand of Blood die über 3000 Punkte hat. Gibt's hier eigentlich irgendwo... Ich find's halt schade, dass man keine Ranking-Liste sieht. Bestimmt kommt ihr noch. Und ich mach's halt auch so hier in dem Game. Ich mach 1, 2 Runden und das war's. Ich zock da nicht ewige Stunden drin. Wenn ich verliere, gehe ich sofort raus, normalerweise. Manchmal gönne ich mir noch eine Runde und ja. So, ich danke fürs Zuschauen und bis demnächst auf meinem schönen Kanal Crazy Pet TV. Und schaut auch mal bei Flypig vorbei.
Ich habe ihn umbenannt. Flying Pictures wurde zu Flypig und wir sind bei den 100 Videos angekommen. Ganz viele Live-Auftritte, Konzerte, schlag mich tot. Techno, Rock, Hardstyle, Metal, alles dabei. Gönnt euch, gib ihm dreckig. Interessante Bands, Bands, die man so gar nicht kennt. Queech Boys, Jan Hegenberg, wen kennen wir da noch alles? Toxicator waren wir. Jan Hegenberg hatten wir schon. Grausame Töchter. Völker bei Coverband und noch viele andere. Gönnt euch, gibt euch jetzt auch mit Short-Videos im Gepäck. Neues Profilbild, Hintergrundbild wird noch geändert. Also, neu, schön und geil und Tschüssikowski. Alles natürlich verlinkt. In der Infobox. Yo, bye.